Wusstest du, dass die meisten Steuertipps, die du so im Internet finden kannst, eigentlich Schwachsinn sind? Warum das so ist, zeige ich dir in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn du nach Steuerspartipps im Internet suchst, in Social Media Gruppen liest oder auch Bücher in die Hand nimmst, dann findest du eine ganze Reihe an Tipps. Die meisten dieser Tipps sind aber, wenn man sie genauer betrachtet, eigentlich unsinnig. Warum das so ist, schauen wir uns jetzt genauer an. Viele Steuertipps bauen darauf auf, dass du deine Ausgaben erhöhst. Die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer, die basieren nämlich auf deinem Gewinn. Bei einem, ich würde mal sagen, gegebenen Umsatz ist es, je mehr Ausgaben du hast, desto weniger Gewinn machst du und desto weniger Steuern musst du zahlen. Das stimmt natürlich, dass wenn du jetzt mehr Ausgaben tätigst oder generell Investitionen hast, dann hast du niedrigeren Gewinn und zahlst auch weniger Steuern. Deswegen, du erreichst schon das Ziel, aber du hast das Geld ja anschließend nicht, weil du halt stattdessen was dafür gekauft hast. Deswegen ja, es ist ein Steuertipp, aber ehrlich, man kann sich nicht wirklich daran halten, weil du das Geld halt am Ende auch nicht hast. Diese ganzen Steuertipps, wo es nur darum geht, Ausgaben zu erhöhen, kann ich dir nicht wirklich empfehlen. Eine zweite große Gruppe an Steuerspartipps basiert darauf, dass du in diesem Jahr Kosten verursachst, die du sowieso gehabt hättest, aber sie jetzt in dieses Jahr ziehst. Du hast keine Kosten, die komplett neu sind, sondern du ziehst einfach bestimmte Ausgaben jetzt in dieses Jahr. Dadurch machst du in diesem Jahr natürlich auch weniger Gewinn und zahlst weniger Steuern. Das geht zum Beispiel bei Vorschüssen, die du jetzt schon mal zahlst, aber auch zum Beispiel bei größeren Investitionen und Anschaffungen. Beispielsweise, wenn du ein Auto kaufst, du bezahlst 60.000 Euro, müssen diese 60.000 Euro in der Regel über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Bei Autos sind es in der Regel 6 Jahre, das heißt, du musst 60.000 Euro auf 6 Jahre verteilen und kannst dann jedes Jahr 10.000 Euro als Kosten, als Aufwand verbuchen. Das ganze Prinzip heißt Abschreibung. Auch dazu haben wir schon mal ein separates Video aufgenommen. Das verlinke ich dir einmal hier oben rechts. Es gibt ein paar Möglichkeiten, wie du die Abschreibungen in den ersten Jahren erhöhen kannst. Zum Beispiel durch den Investitionsabzugsbetrag, zum Beispiel durch Sofortabschreibung, aber auch durch degressive Abschreibung. Durch diese Mechanismen kannst du im Jahr der Anschaffungen oder auch sogar in die Jahre davor den Aufwand erhöhen. Und das ist auch legitim und funktioniert auch für dieses Jahr. Hast du denn weniger Steueraufwand. Wenn wir uns aber einen längeren Zeitraum anschauen, fällt auf, dass weil wir jetzt zwar in diesem Jahr mehr Kosten ansetzen können, haben wir in den Jahren danach, also für nächstes Jahr und übernächstes Jahr und in 3 Jahren, weniger Kosten, die wir ansetzen können. Das heißt, für nächstes und übernächstes Jahr hast du einfach weniger Kosten. Das führt dazu, dass nächstes und übernächstes Jahr dein Gewinn höher sein wird und du nächstes und übernächstes Jahr halt mehr Steuern zahlen musst. Die Steuerersparnis, die du zwar dieses Jahr hast, die hast du im nächsten, übernächsten Jahr und so weiter an mehr Steueraufwand. Wenn wir uns den ganzen Zeitraum anschauen, dann zahlst du unterm Strich genau gleich viel Steuern. Dieser Steuerspartipp ist nicht wirklich ein Tipp zum Steuersparen, sondern eher ein Tipp, um die Steuern später zu zahlen. Legitim, aber nicht wirklich ein Steuerspartipp. Eine weitere Gruppe an Steuerspartipps sind Hinweise darauf, was du eigentlich absetzen kannst. Es gibt einige Tipps, die dir sagen, was du so als Betriebsausgabe absetzen kannst, was du als außergewöhnliche Belastung oder als Sonderausgabe in deiner Steuererklärung oder deiner Buchhaltung absetzen kannst. Solche Hinweise sind natürlich hilfreich. Nehmen wir mal als Beispiel Verpflegungsmehraufwand. Wenn du eine Reise machst, unternehmerisch, dann kannst du Verpflegungsmehraufwand absetzen. Dazu gibt es hier auch noch ein Video. Und natürlich, wenn du das bisher nicht wusstest, dass du das machen kannst und jetzt die Kosten ansetzt, dann sparst du natürlich Steuern. Du hast jetzt keine neuen Kosten verursacht, du weißt jetzt aber, dass du bestimmte Kosten oder Pauschalen halt ansetzen kannst und zahlst deswegen jetzt weniger Steuern. Das ist aber streng genommen auch nicht wirklich ein Tipp. Das ist ein Hinweis da auf steuerliche Rahmenbedingungen und ich würde mal sagen, das ist so steuerliches Grund-Know-how. Um es mal ganz drastisch zu sagen, bisher hast du vielleicht deine Steuern oder deine Buchhaltung halt einfach falsch oder unvollständig gemacht und das war zu deinen Ungunsten. Und wenn du das gehört hast, dann machst du es jetzt halt richtig. Deswegen machen wir auch diesen Kanal, damit auch du dieses steuerliche Grund-Know-how hast und entwickelst. Solche Hinweise sind natürlich legitim. Aber ich würde sie auch nie wirklich als Steuerspartipp oder Hack bezeichnen. Ich hoffe, dieses Video hat dich nicht so demotiviert. Aber wie ich gesagt habe, das Wichtigste ist steuerliches Grundverständnis. Und dieses steuerliche Grundverständnis vermitteln wir mit diesem Kanal. Deswegen würde ich dir empfehlen, abonniere doch diesen Kanal. Wenn du noch eine Frage hast, die wir vielleicht im Video noch nicht beantwortet haben, dann schreib uns doch einen Kommentar unter diesem Video. Gerne mit dem Hashtag Steuerfrage. Denn das lohnt sich. Wir haben aktuell eine Aktion, wo wir jeden Sonntag ein tolles Paket verlosen. Und zwar unter allen, die unsere Videos mit Hashtag Steuerfrage kommentieren. Schau auch gern eines unserer anderen Videos an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.
Ja, dann war es richtig. Gut. Ja, dann fange ich trotzdem vielleicht nochmal an.